Guten Morgen, willkommen zu meinem zweiten Let's Play. Nachdem ich so grandios abgeschnitten habe in meinem letzten, habe ich gedacht, ich spiele diesmal was, was ich besser kann. Nachdem ich nichts gefunden habe, habe ich mir gedacht, naja, nimmst du halt einfach mal einen Klassiker. Deswegen spiele ich jetzt Doom, beziehungsweise Free Doom, beziehungsweise Risen 3D. Okay, das ist kompliziert. Also, besten ich erkläre es mal, bevor ich anfange. Also, Free Doom ist ein Freeware-Port, Open-Source-Version von Doom, das allerdings nur die Grunddatei voraussetzt und man braucht dann irgendeinen anderen Port, um Doom spielen zu können. Ja, ein bisschen kompliziert, aber egal. So, das was ich spiele ist Risen 3D, gibt da ganz viele andere für fast jedes Betriebssystem, wenn man suchen will. Ja, und da ich jetzt nicht ganz genau weiß, ob das jetzt die Story von Doom 1 oder Doom 2 ist, nehme ich einfach mal an, dass es Doom 2 ist. Meldet sich auch wie Doom 2, also ich denke einfach mal, es ist Doom 2. Also nachdem man dann in Doom 1 die zwei Marsmonde waren es, von den Dämonen aus der Hölle gesäubert hat und in der Hölle auch nochmal ein bisschen aufgeräumt hat, kehrt man zurück auf die Erde. Auch Dämonen sind, die man dann auch töten darf. Also wie man sieht, sehr anspruchsvolle Story. Ja. Ja. Ja, gut. Und ja, also hier kann man verschiedene Schwierigkeitsstufen wählen. Man kennt schon, ganz unten, Nightmare. Soweit ich weiß, haben Doom 2 offiziell nur 9 Leute weltweit Nightmare jemals geschafft. Und ich werde es nicht spielen. Nein, ich werde Nightmare nicht spielen. Denn auf Nightmare spawnen die Gegner unbegrenzt wieder. Also vielleicht so 20 Sekunden, nachdem man sie getötet hat, sind sie wieder da. Und ja, sind sehr schnell, aggressiv und teilen sehr viel Schaden aus. Während man selber dann eher weniger Schaden macht. Ja, also es ist ziemlich unfair. Und war in der Ursprungsversion von Doom auch gar nicht enthalten. Sondern wurde erst hinzugefügt, nachdem sich einige beschwert haben, dass Ultraviolence noch zu einfach wäre. Naja, also mit Hinzufügen von Nightmare hat sich wohl keiner mehr beschwert. Da ich aber in letzter Zeit eher wenig Shooter gespielt habe, werde ich mal auf Hey, Not to Rush spielen. Denn da hält sie die Gegnermassen in Grenzen und auch der Schaden ist noch in einem akzeptablen Maß akzeptabel. Ja. Und auf jeden Fall, darauf spiele ich es jetzt. Und wenn irgendjemand Probleme damit hat, dass ich irgendwie Noob bin, Alter, und voll die Pfeife, weil ich so niedrigen Schwierigkeitsgrad wähle, naja, der muss das Video nicht schauen. Und ja, also, ich fange jetzt einfach mal an. Die Leute, wo der Schwierigkeitsgrad so einfach ist, die klicken halt jetzt einfach das Fenster zu oder das Video weg, wie auch immer. Und wie man sieht, es sieht ein wenig besser aus als Doom, weil ich diverse Texturpatches noch runtergeladen habe. Und ja, für Charaktere und die Waffen und so alles. Und es sieht halt mehr dreidimensional aus und man kann springen. Das konnte man, glaube ich, im ersten Doom nicht. Oder Doom 1 und 2. Also glaube ich jetzt nicht, ich weiß nicht, ich habe Doom schon lange nichts mehr gespielt. Schon halbe Ewigkeit nichts mehr. Aber ist immer wieder lustig und hat auch schöne Musik. Deswegen werde ich es jetzt mal komplett ohne Cheats durchspielen. Also dann habe ich nur die Pistole und meinen Schlagring, der irgendwie aussieht als, keine Ahnung, Toaster oder so, keine Ahnung, mit Spitzen vorne dran. Ja, keine Ahnung. Also meine Grafiken sind halt noch etwas grob. Ist halt auch schon ein älteres Spiel. Und ja, also das ganze Spiel wird blind sein, denn der Free Doom ist anders aufgebaut, die Welten, als in Doom 1 und 2. Soweit ich weiß. Deswegen habe ich halt keine Ahnung, wo es lang muss. Also in der ersten Welt ja. Die habe ich ein paar Mal gespielt, wegen den Schwierigkeitsgraden, wie die so sind und wie die Settings so sein müssen, damit es halbwegs flüssig läuft. Deswegen weiß ich, was ich hier machen muss. Ich weiß auch, wo die Secrets sind.
In den späteren Welten weiß ich das dann nicht mehr, da ich die noch nicht gespielt habe. Und wenn ich eins finde, werde ich es auf jeden Fall mitnehmen. Und wenn nicht, naja, lass es halt mal links liegen. Und ja. Also du sollte eh jeder kennen. Und das war's schon. Ja, das war die erste Welt. Sehr anspruchsvoll. Ich habe sie auch mal auf Nightmare gespielt. Das ist nicht lustig. Ihr könnt es ja selbst probieren. Das Spiel kann man frei runterladen. Also Open Source Variante. Und ja, Nightmare ist einfach nicht lustig. Also, das ist nur was für Leute, die Ultra Violence wohl schon 200 Mal durchgespielt haben und eh auswendig wissen, wo alles ist. Und wird auch mehr, eher alles zu einem Speedrun als zum mehr zu spielen, da man die Gegner ja nicht töten braucht. Also, beziehungsweise es nichts bringt, die zu töten. So, und. Oh, Shotgun! Ach, verdammt! Da war die Shotgun. Ja. Shotgun, eine der wohl meistgenutzten Waffen im Spiel. Zumindest war sie das immer in Original-Doom. Und wir gehen mal hier rauf. Und das sind Gegner. Yeah, die schießen wir gleich mal nieder. Mit unserer geilen Pistole. Und kriegen erstmal. Hey, nimm die Schuffele. Nimm die Schuffele. Yeah, Schrotflinte. So, damit ist das Spiel vorbei. Ich habe die Schrotflinte. Und Knopf. Ist da noch was? Nein. Nein. Nein, nichts zum Erschießen. Was haben wir denn hier noch so? Tür. Gehen wir rein. Oh, das schreit er förmlich nach. Jetzt gleich tauchen gleich 20 Gegner auf. Und. Nicht? Oh, jetzt bin ich enttäuscht. Ist da irgendwas? Ist was? Komm. Nein, ist nichts. Nichts. Schauen wir auf der Karte. Ja, Karte haben wir übrigens auch. Ja. Inwiefern die nützlich ist, ist immer so eine Frage. Manchmal kann es einem helfen, manchmal auch nicht. Wenn man mal überhaupt nicht weiß, wo man hin muss. Wobei Doom ist eher linear gestalten. Wobei in manchen Levels kann man sich verlaufen. Also zumindest war es beim Original Doom so. Da weiß ich es nicht so genau. Und diesmal kriege ich dich. Und was ist da draußen? Da ist nichts. Gar nichts. Helf, das nehmen wir doch gleich mal mit. Dann müssen wir wohl da lang. Und was ist da noch so? Munition! Und ein toter Space Marine. Und was ist das? Grüner Strahl. Macht uns nichts. Will nur spielen. Und ist da was? Mensch, da ist nirgendwo was drin. So, jetzt müssen wir dann auf. Ja, also die Grafiken sind mehr oder weniger Original-Doom erhalten. Gehalten. So, ist richtig. Sind halt ein wenig moderner gestaltet durch den Texturpatch und den Modellpatch und ja. Daran erkennbar, dass man einen Schlüssel braucht und welche Farbe. Hier brauchen wir Rot, den wir nicht haben, also laufen wir weiter und schauen, was da hinten ist. Da und dann. Die Fässer explodieren schön, wenn man drauf schießt. Komm, yeah. Wenn man so ganz viele Gegner auf dem Haufen hat und möchte die alle gleichzeitig töten und da steht ein Fass. Ja, schießt man einfach drauf und die Sache ist gegessen. So, und jetzt.